irgendwie. Zu viele. 7 Meter, 2 Meter. Aber hier kann man doch nichts mehr raus. Ich hab doch was rausgenommen, was man rausnehmen konnte. Was wollen die jetzt noch von uns? Puh, ich weiß nicht. Das Problem ist auch, dass das ja nur das eine Ziel angezeigt wird. Ja. Wie viel Sauerstoff hast du noch? Knapp 200 Sekunden. Das ist ja gut. Siehst du hier in der Umgebung noch irgendwas, was so ähnlich aussieht? Ich weiß es nicht. Theoretisch, also laut dem Gespräch, müsste dann hier eigentlich in der Nähe noch was rumfliegen. Boah. Ich meine, wo man sich hier auch überall umgucken könnte, ne? Das ist der Wahnsinn. Oder meinst du, er hat es aus irgendwelchen Gründen nicht erkannt, dass ich das vielleicht zu schnell war? Hab hier auch irgendwas gefunden. Naja, aber das kann ich gar nicht öffnen. Sieht's bei dir besser aus? Wie konntest du dann den eben öffnen? Mit. Weiß ich nicht, hab alles rumprobiert. Ach, zwei von wie viel Teilen? Ich kann's nicht lesen. Ich liebe die Schrift, aber ich glaube, ich habe hier noch einen und dann könnte es reichen, weil eigentlich sind es ja immer nur drei Teile. Ali, ich hoffe es sehr. Ha. Um eine sichere Route zum okay, cool. Super. Und jetzt? Baue alles in ein Navigationsmodul ein. Jetzt sollten wir schnell weg abhauen. Muss nur eine Bank finden. Ich will nämlich das irgendwie ungern. Okay, ich habe noch 75 Sekunden Luft. Die dumm. Und zum Glück war es ausgerechnet du es, der sich weiter entfernt hatte. Ja. Was hast du jetzt gefunden? Ich hab gar nichts gefunden. Hä? Wo wird denn mir jetzt der Weg angezeigt? Na, du musst jetzt wieder zurück zum Shuttle, oder nicht? Ich hab grad ein extra Ziel bekommen. Für was denn? Weiß ich nicht. 70 Meter. Ich flieg mal lieber zu dir. Ja, hätte ich mir auch so gedacht. Dann will ich gleich mal da hingehen und gucken, was da ist. Ob das nee, das Moment. Ist oder so. Nee, ich glaube, das ist das Richtige, wo du gerade bist. Glaube ich. Oder? Ich will jetzt erstmal. Ja, also du kannst erstmal einen Shuttle rein, um neue Luft zu tanken. Ich nehme einfach den Sauerstoff vorm So. Ja, ja, oder so. So, Moment. Los? So. Tatsächlich, nee, wir sollen woanders hin. Aber eben wurde es noch angezeigt Richtung Shuttle, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich bin ja auch zielgerichtet dahin geflogen und dann auf einmal. Ja, war es nicht mehr so. Seltsam. Das Spiel vereinbart einen an jeder Ecke. Total, aber solange hier draußen nichts brennt, ist ja alles gut. Ja. Was ja glaube ich auch nicht geht. So sauerstofflos. Hat das irgendwas hiermit zu tun? Ja. Hat es. Ich kann fliegen. Hui. Ja, ganz toll. Bist mein Held. Ach, das weiß ich doch. Waren wir hier schon mal? Ich schließe nichts aus. Oder die Raumschiffe sehen einfach nur alle identisch aus. Möglich. Die dumm. Ich meine, so Eingänge sind bestimmt auch genormt. Also, die müssen so aussehen. Schön, dass dieses Zahnrad sich da ewig dreht. Hm. Ja, sieht. Lost. Alles lost. So hatte ich mal einen Teil hier genannt. Bestimmt waren wir ja schon mal deswegen. Ach so, du hast recht. Alles ist verloren. Na, 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 na. Roll, roll, roll. Alles ist verloren. Und was wäre denn, wenn wir es. Oh, guck mal. Wenn wir mal gucken, ob ich was Neues habe. Ach, Rick Upgrade. Ach, diese wunderbaren. Stimmt, ja. Ja, diese wunderbaren Terminals, die man nur alleine bedienen kann. Mensch, ist ja herrlich. Hast du schlau gemacht. Trefferpunkte kann ich aufwerten. Du besitzt dieses Upgrade. Achso, ja klar. Ach Mist, mir fehlen 9 Stück Altmetall. Sowas aber auch. Wir können unseren Robo mal wieder losschicken, filmen gerade. Stimmt. Ach, das ist doch doof. Ich spare noch ein bisschen. Anzüge habe ich, glaube ich, auch nichts Neues. Die Anzüge sind ja wirklich nur noch fürs Optische, ne? In dem Spiel. So wie ich es verstanden habe. Kann sein, ja. Rig Upgrades.
So, upgrade deine Stase-Energie, upgrade hier, das kann ich nicht machen. Toll, ich kann meine Luftanzeige aufs Maximum bringen. Huaha. Oh, da haben wir eigentlich jetzt schon genug, ne? Ja. Kein bisschen Not eben. Hat ja auch noch über eine halbe Minute Luft gehabt. Ich glaube, dein Roboter ist so ein bisschen genervt, weil ich hier nicht so viel finden kann. Meinst du? Der ist immer nur auf dem Weg von einem Ende vom Gang bis zum anderen Ende. Dreht sich um, ist beleidigt und fährt wieder zurück. Das soll sich nicht so anstellen, mein Gott. Mein Botti, den würde ich ja nie aussetzen. Mein Botti kriegt nur die besten Orte zum Erkunden. Botti kriegt nur die besten Orte zum Erkunden. Der, 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 der. So, Botti. Willst du hier suchen gehen, Botti? Ich erinnere mich wieder, wo wir hier sind. Nein, Botti will hier eher nicht. Hier ist nochmal eine Bank, falls du willst. Ich weiß, wo wir sind, aber wer hat die Schränke aufgefüllt? Ich glaube, wir sollen hier sogar irgendwas machen. Wer hat die Schränke aufgefüllt? Tja, gute Frage. Navigationsarray, alle Teile eingesammelt. Flugschreiber, hooray, so, herstellen. Ich bin auch wieder am Basteln, finde ich cool. Irgendwelche Platinen gefunden. Achso, die könnte ich mal in meine Schrotflinte reinpacken. Das wäre eine super Idee. So, dann machen wir nämlich das mal. Und das mal. Und dann hier nichts mehr. Und dann bin ich fertig. Und dann bin ich froh und glücklich. Und kann ich irgendwas neu machen? Jo. Also theoretisch könnte ich einen neuen Rahmen herstellen, aber da fehlen mir auch die Ressourcen für. Ich kann übrigens keine Stangen aus Wolfram herstellen. So, das war's. Wir sollten jetzt alle Teile haben, die wir brauchen. Jetzt haben wir alle Teile. Ja, schön. Oh, ich sollte aber mal ganz dringend Medipacks oder irgendwas sowas bauen. Das sieht ziemlich übel aus bei mir. Ich auch nicht mehr. Naja. Das ganze somatische Gel verbraucht und hier ist mal drei mittlere gemacht. Oh, jetzt habe ich drei große gemacht. Naja, sie haben ein Trophäe verdient, Apotheker. Weil du es mir gesagt hast, im Quartier des Admirals. Du sagtest abschalten und genau das werden wir machen. Verdammt richtig. Captain, wir müssen es versuchen. Ja, wir müssen es versuchen. Wenn ich sage, wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Nein, Ellie hat recht. Wir haben eine Chance und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier schlimmer dran als lebendig. Ellie macht das Shuttle startklar, ich bin unterwegs. La 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 la. La la. So, sollen wir abhauen? Scheint so. Ja gut, wir sollten das Navigationsmodul installieren. Cool. Passt schon. Dann lass mal installieren und so. Freut mich aber, dass sie es logisch halten und hier keinen Necromorphs mehr hinbauen. Ja, das das Spiel ist gerade zu ruhig. Lass die Tür los. Gut. Diese Tür lässt ihren Griff nur erscheinen, wenn zwei Menschen davor stehen. Beziehungsweise wenn die andere Tür zu ist, nehme ich mal an. Nein. Damit du nicht rumglitschen kannst und so. Stell mir vor, wie das wäre, im ganzen Raumschiff rumfliegen. Ui, was haben wir denn hier? Flieg. Flieg. Haben wir so nah geparkt? 90 Meter, 20 Meter, ich wundere mich auch gerade. Ah ne, wir müssen hier was einsetzen, okay. Setz mal ein. Ich mach's erstmal auf. Oder so. Hui, und? Will. Und nu? Eigentlich. Transfer okay. Na dann. Das Navigationsmodul ist installiert. Moment, ich bekomme keine. Ah, jetzt geht's. Und gerade noch rechtzeitig. Sieht aus, als wäre sich unser Flugfenster. Ich komme an Bord. Okay. Ich gehe mal von aus, wir müssen hier rein. Erstmal das ganze Raumschiff von Necromorphs säubern. Oder auch nicht. Oder? Die ich nicht weiß. Bereit oder nicht, jetzt kommen wir. Hallo. Mit gezückter Schrotflinte. Irgendwann. Okay, nö, ist alles tutti.
Ich nehme meinen Helm ab. Und warum der Blick? Das wird doch funktionieren, oder? Unser Fenster kommt gleich. Entweder jetzt oder nie. Hey, und die Sauerstoffeinspritze? Warum sind sie nicht angerastet? Hab's versucht. Die Gewinde sind rostig. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn sich einer davon löst, werden wir in der Kabine verbrennen, bevor die Atmosphäre das erledigt. Tu mir einen Gefallen. Such die Druckanzeiger auf der Hauptkonsole und sag mir, wenn die Dichtung funktioniert. Ich hab mittlerweile was gegen Verbrennen. Vorher hattest du nichts dagegen? ja. Einsetzen? Oder was müssen wir hier machen? Dreh mal. Die Nadel ist gesprungen. Nein. Jetzt müssen wir das hier im Auge behalten, oder was? Bereit, wenn du es bist. Oder kann man hier vorne irgendwas machen? CMS Crozier. Hi. Oh, guck mal, hier sind ganz viele komische Leute. Ich kenne euch alle nicht. Habt ihr schon meinen Freund kennengelernt, Botti? Du brauchst jetzt nicht jedem deinen dämlichen Roboter zeigen. Ja, ist cool. Ist cool. Kann ich was aktivieren? Ja, ich habe mich jetzt hingesetzt. Ah, ich auch. Ich habe den Stuhl aktiviert. Ist ja cool. Ich hatte jetzt für einen kurzen Moment, oder ich habe immer noch Angst, dass das Spiel eingefroren wäre oder so. Nee, ah, es geht weiter. Okay, Leute, mal sehen, ob das Ding fliegen kann. Treibstoffleitungen offen. Sensoren online. Ich sehe Minen 2000 Meter. C-Computer geht online. Okay, Isaac. Treibstoffleitungen sind offen. Ist das gut oder ist das schlecht? Wie offen sind sie denn? Ein Viertel vor. Wie kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ah, ich hab einfach mal ein Ziel-Dings. Wie kann man denn schießen? Weiß ich nicht. Sollst du denn schießen? Ich hab zumindest so ein blaues Fadenkreuz. Ja, schieß mal drauf. Schieß, schieß. Weißt du, was ich schön finde? Ich darf fliegen. Okay. Ja. Ich muss es anscheinend alles anvisieren, aber ich weiß nicht, wie ich schieße. Ich glaube, das Ding schießt von alleine. Hilfe! Sobald ich die Sachen mal im Visier hatte. Das ist ja wie Lylat Wars. Du warst gut da drin, ne? Bitte sag, du warst gut da drin. Ich hab's damals LP'd. Und zwar sehr gut LP'd. Also. Ja, ich auch. Ich war nicht gut. Naja, gut LP'd, das ist so eine Sache. Also. Ich war besser als Teddy. Ihr habt ja nicht mal die Medaillen geholt. Ja, aber ich hatte auch keine Zeit. Und die Views sind, glaube ich, im gerade so zweistelligen Bereich gelangt. 10 Sekunden bis Bleiben Sie auf Kurs, wenn wir im Fallschwinkel reinkommen. Okay. Und jetzt wird's lustig. Ich mag den Keller hinten nicht. Also Eddies neuer Macker. Er hat an allem was rumzumeckern. Also ich glaube, der stirbt noch, damit die anderen beiden wieder zusammenkommen. Was? Meinst du? Nein, das Spiel wäre dann ja vorhersehbar. Also, au. Fliegst du? Ich konnte da nicht ausweichen. Ist doch cool. Kursabweichung. Ist doch cool, dass Kurs. Meine die Gegenstände, die ich abschießen muss, teilweise einfach erst dann erscheinen, wenn sie schon gegen uns stoßen. Hilfe! Ich fühle mich so sicher mit Hilfe! Die Abdeckung löse ich, ja was? Ruckelig! Wir kommen zu schnell rein. Brauche Kurskorrektur! Unmöglich, wir verpassen unser Fenster! In diesem Winkel werden wir das Fenster nicht schaffen! Okay, wir sind am neuen Vektor! Ja, ich finde es gut. Hast du schon mit deinem Leben abgeschlossen? Ja, ich sehe das nur noch als kleinen Ego-Shooter. Ich versuche das Beste, was zu machen. Bah! Ich bereue, dass ich nie meinen Helm abgenommen habe. Bah! Haben wir überhaupt irgendwo Energie? Bah! Ja, darauf alle. Scheiße, wir sind tot, wir sind alle tot. Na, geht so. Antriebe offline, Höhe 24.000 Meter. Ach, geht doch. Und fallend. Also hab ich doch nicht falsch gemacht. Finde ich gut. Tanks neu versiegeln. Ich stehe auf. Ich rette uns. Ist das cool, dass ich weiterschießen ich darf. Ich gehe nach vorne. Kava, übernehmen Sie die Steuerung. Immer noch schießen. Was ist denn? Was? Hä? Kursabweichung? Ja, schön. Kursabweichung. Ist mir egal. Krabbe. Oh Gott. So, das so, das so, das so. Wow, ich habe die Tanks versiegelt.
Ich find's. So, Carver! Wie fliegst du? Ich flieg gar nicht. Wie sieht's aus? Das ist eine Kursabweichung. Oh, einer hier ist tot. Sie haben ein Trophäe verdient. Weltraumass. Na, geht so. Ja, hab ich doch gesagt. Es geht schneller als gedacht. Ja. Die dumm, die dumm. Naja. Zumindest ist sie wieder frei. Wie hoch sind wir? Wie ist das Blut weg? Au! Au! Du bist tot, haha. Oh, mein du bist tot vor allem. Man hätte da ausweichen müssen, sehe ich richtig, ja? Hab ich so verstanden. Wir sind nicht so Titanic-mäßig mit Eisbergen, glaube ich, drauf. Ich sehe nichts. Bisschen rechts, bisschen runter, links, hoch. Oh, hab was kaputt geschossen. Bisschen hoch. Unfassbar. Oh, ist oben. Ja, ein bisschen runter oder so. Ja, runter oder so. Oder vielleicht doch ein bisschen links oder irgendwas in der Art. Man weiß es nicht genau. Ja. Schieß mal. Ich kann aber auch nur Sachen anschießen. Ich glaube, das war nochmal. Ich sehe nämlich wieder alles aus deinen Augen. Hilfe. Ich glaube, das war doof. Wir haben uns in verschiedene Flugpositionen begeben. Wir. Sie musste unterwegs aussteigen. Dum-dum. 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 Dass aber auch immer seinen scheiß Helm abnehmen muss. Mhm. Aber anscheinend kann man da ja atmen. Wie konnten die eigentlich eben die ganze Zeit atmen? Sie waren schon in der Atmosphäre drin. Dann ist ja gut. Sagen wir einfach mal so. Oder sie haben die Luft angehalten, was weiß ich nicht. Beim Reden? Ziemlich tot. Geht so. Muss mir nur mal einen Schmodder aus dem Gesicht wischen, dann sieht das wieder okay aus. Helmdefekt, das ist scheiße. Der läuft jetzt die ganze Zeit so rum? Oh, hi. Hi. Mein Helm geht noch. Ich bin fast tot. Meinst du, wir können mit dem Raumschiff nachher noch hier wegfliegen? Oh, das ist nur ein Kratzer. Das geht. Mit bisschen Tesafilm ist das wieder, sieht es nachher wieder aus wie neu.